Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Schwatzingen beim Biobauer. Ja, wir hab's oder ich hab's ja gestern schon angesprochen. Ich würde gerne hier dieses Silo hier weg haben, damit wir hier einfach ein bisschen mehr Platz bekommen. Und ich habe mir gedacht, wir kaufen uns einfach ein neues Silo, und zwar neues dasselbe noch einmal. Es kostet 15.000, das geht eigentlich, und ich habe mir gedacht, wie wäre das, wenn wir das einfach hier so hinsetzen würden. Schön hoch, da hätten wir gute, ups, einmal so ein bisschen drehen hier. Entweder so, oder wie wäre das vielleicht sogar, wenn wir das so hier hinsetzen würde. Das sieht, glaube ich, sogar noch besser aus. Da hätte man das, die Stutzen hier, man hätte, denke ich mal, genügend Platz. So, irgendwie hätte ich mir das vorgestellt. So, guck mal. Lass uns mal gucken. Kostet 15.000? Ja, machen wir. Weil dann haben wir nämlich hier, können wir schön drüber fahren und rein und raus tuckern. Aber wir machen das hier schön. Komm, jetzt einmal Landschaftsbau. Jetzt muss ich kurz gucken. Modus ändern. Wir wollen das bisschen texturieren. Und zwar hier kommt praktisch das Gras einmal weg. Darunter vielleicht auch. So, sieht doch gut aus, würde ich sagen, oder? Guck mal. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Und dann könnten wir nämlich jetzt sagen, wir nehmen uns den Kollegen hier. Wie weit ist der Drescher? Der ist bei 25%. Dann fahren wir nämlich jetzt einmal runter und müssen jetzt im Grunde die ganze Ware einmal umlagern. Und zwar vom alten Silo in das neue Silo. Und dann können wir das alte eben verkaufen. Das geht ja relativ zügig. Ja, so aber nicht. Gucken wir mal, ob das wir das schnell schaffen, bevor unser Drescher da oben voll ist. Jetzt müssen wir gucken, wir haben keinen Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sonnenblumen. Gucken wir, das ist schon alles leer. Die drei Tropfen Mais nehmen wir selbstverständlich mit. Kartoffeln, ja. Zack, 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 komm, einmal voll laufen. Jo, danke schön. So, der Drescher ist bei 39%, also immer noch genügend Zeit, und so viel dürfte ja da auch nicht mehr drin sein. Stroh könnte noch sein, dass wir da ein bisschen mehr haben.
Aber wie gesagt, wir machen es jetzt einfach eins nach dem anderen und dann, bis es leer ist. Und dann können wir nämlich das alte verkaufen. Und dann ist die Sache hier abgeschlossen. Kartoffel, Zucker, Reben, Häckselgut, Silage, kein Gras, kein Heu, Stroh, 177.000. Na gut, da müssen wir jetzt ein paar Mal fahren. Kann sein, dass wir dann zwischendurch mal zum Drescher hoch müssen und den abtanken. Aber wir versuchen mal, das hier alles so hinzubekommen. So, kleines Schlückchen mal getrunken. Und weiter geht's im Text. Oho. Gut, ist vielleicht heute ein bisschen langweilig, immer dieses Hin- und Herfahren einfach, aber es muss halt gemacht werden. Da bleibt jetzt uns erstmal nichts anderes übrig. Was, jetzt kommen wir mit dem Ladung, kommen wir schon unter die 100.000. Das heißt, wir haben dann, denke ich mal, noch mit dem dürften wir noch 5 Runden fahren müssen. So, der Drescher ist bei 61%. Ja, ich glaube, das schaffen wir hier vorher. Jetzt ist halt wirklich die Frage, sollen wir wirklich hinarbeiten Richtung der BGA oder erstmal noch mehr Felder uns holen, beziehungsweise vielleicht auch mehr Wiesen holen, damit wir einfach mehr Grassilage machen können. Ja, die BGA wäre schon reizvoll, sag ich mal. Aber 700.000 haben wir ja gesehen, ist viel, viel, viel Geld. Da bin ich wirklich im Moment so ein bisschen zwiegespalten, was wir da machen sollen. Ich sag mal, mit den Sojabohnen, die wir jetzt ernten,
Ja, man könnte sie eben in die Schweide oder bei den Schweinen reinhauen. Man könnte aber auch erstmal jetzt einen ganzen Schwung verkaufen fahren und vielleicht dadurch erstmal ein bisschen Kohle machen. Da bin ich im Moment noch so ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt. Wie sieht es denn aus bei den Zügen? Es ist eigentlich erstmal genügend drin. Und was würden denn Sojabohnen bringen? 2700. Ja, das ist halt ein Argument. Das ist ein wirklich gutes Argument. Und ich denke mal, dass da ja auch einiges runterkommen wird vom Feld. So, gut. Zwei Runden müssen wir noch fahren, dann haben wir das Strohthema auch erledigt, dann geht es weiter, gucken, was da dann immer noch im Lager ist. Mit ein bisschen Glück ist es dann leer und dann können wir das Ding verscherbeln. Mal gucken, was uns das noch einbringt. Da kann man ja sagen, die Differenz wären quasi die Umzugskosten von dem Silo. Ja, ich weiß, dass er einen fast vollen Korntank hat. Wir sind ja schon dabei zu arbeiten, dass der Anhänger hier wieder frei wird. Also alles immer mit der Ruhe. Aber wir machen das hier jetzt erst fertig. Also vorher fahre ich nicht da hoch zum Drescher abtanken. Zur Not muss der halt erstmal für ein Minütchen oder zwei stehen bleiben. So, auf jeden Fall 15.000 Liter Stroh jetzt noch und dann ist das auch durch. So, einmal das noch weg. Und wir warten, warten, warten. Komm. So, Stroh ist weg, Mist ist weg, Schweinefutter, Kalk. Ja, wir sind fertig. Wunderbar. Auf zum Feld. Der Drescher muss abgetankt werden. Also auf geht's mit Karacho. Ja, und er fährt sogar gerade in die richtige Richtung. Ist das nicht wunderbar so? Aber ich sehe, dass der jetzt schon hier drüben ist. Das heißt, wir könnten eigentlich die Feldzusammenlegung in Angriff nehmen. Und dann auch das Kalken, was wir hier machen müssen. So, aber erstmal abtanken. Oh, ja. Bleibst du dann jetzt auch bitte stehen so lange? Das ist nett, das ist sehr nett so. Die letzten Literchen. So, dann stellen wir. Oh, da hat er aber was stehen lassen. Das ist nicht gut. So, genau, den lassen wir hier stehen und wir nehmen uns den Kollegen hier, damit wir einmal die Zusammenlegung machen können. Den Pflug habe ich da unten hingestellt. So, Felder erstellen, zulassen, Z.
Genau. Das trifft sich doch jetzt wieder gut, dass der genau jetzt hier runterkommt, wo ich hier arbeiten will. Aber das passt, glaube ich. Guck mal. So, wir hätten noch ein bisschen weiter runterfahren können. So. Ja, wir machen es auch zweimal. Haben wir da auch ein schön großes Feld. Ich glaube, das macht wirklich Sinn, wenn wir das so machen hier. So, aber erstmal hier rüber. Hier 2 mm grün stehen lassen. Ja, komm. Machen wir das noch mal. Dann ist das nämlich erledigt. Dann verkaufen wir jetzt gleich noch das Silo. Damit das auch erledigt ist, dann sozusagen. So, gucken wir, machen Auffelder begrenzen wieder an. So, genau, wir wollen halt hier rein Garage. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das richtige Silo treffen. Hier. Gut, wir müssen das jetzt quasi auswählen. Das heißt, wir nehmen das hier. Ja, gut. Haben wir ein bisschen Verlust, aber das war ja eingeplant, kann man ja schon fast sagen. Jo, dann können wir nämlich, ups, den Kalkstreuer schon mal uns holen. Und dann geht das, boah, ich fahre wieder wie besoffen hier durch die Gegend. Kalkstreuer, ja, hier. Ist nicht mehr viel drin, dann fahren wir schnell mal Kalk holen. Jo, aber damit machen wir dann morgen weiter, weil wir jetzt schon wieder fertig sind. Ja, die Zeit rennt, sage ich glaube ich schon sehr oft, aber es ist halt auch einfach so. Also morgen früh um 9 Uhr wieder einschalten zur nächsten Folge hier vom Biobauern auf der Schwatzingen. Bis dahin macht es gut und tschüss.